Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Dienstagnacht-Ausgabe. Meine obligatorische Frage an euch: Über was habt ihr Lust, mit mir zu unterhalten? Egal über welches Thema, wir können reden. Wenn ihr wollt, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Erster Anrufer, der heißt heute Nacht Peter. Hallo Peter. Hallo Domian. 41 Jahre alt. Jawohl. Hallo. Hallo Domian, ich habe das Problem, und zwar habe ich dir schon vor längerer Zeit, war mal die HNO-Sendung, der HNO-Abend bei dir. Genau. Und da habe ich dann dir eine Mail geschickt, und zwar habe ich schwerstgradiges obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, du setzt mit dem Atmen beim Schlafen im Schlaf aus. Ja. Nun hört sich das gerade sehr dramatisch an. Ist es sehr dramatisch? Es ist sehr dramatisch, weil ich habe jetzt mittlerweile ein Beatmungsgerät hier zu Hause, muss also nachts beatmet werden, kann also ohne dieses Gerät gar nicht mehr schlafen. Kurze Unterbrechung. Du hast dein Radio oder dein Fernsehen ganz leise gestellt. Ich bitte darum, sonst haben wir eine Halle im Hintergrund. Ganz leise. Ein Beatmungsgerät zu Hause. Das sagt mir jetzt schon als Laien, das muss schon sehr, sehr heftig sein. Wie waren denn bisher, also bevor du das Gerät bekamst, wie lange hast du ausgesetzt zu atmen in der Nacht? Also festgestellt wurde, nachdem ich mal nach einer Operation nicht mehr, in der Intensivstation haben die ganze Gerätealarm geschlagen, nach 3 Minuten. Das heißt also so, als wenn ich fast 180 Sekunden, ja. 3 Minuten nicht atmen. Als wenn ich bin, ein Apnoe-Taucher. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt 3 Minuten die Luft anhalten würde, ich möchte das jetzt hier nicht vorführen, das wäre vielleicht sehr spaßig für euch, wenn ich jetzt umkippen würde, ja? Aber ich würde wahrscheinlich umkippen. 3 Minuten nicht atmen würde Ohnmacht bedeuten für mich, oder? Ja, das ist bei mir halt schon fast so. Ja. Aber nach 3 Minuten hat dann das Atmen wieder eingesetzt bei dir im Schlaf und du warst nicht im Schlaf ohnmächtig geworden. Ja, das setzt automatisch die Lebenserhaltungsfunktion vom Körper wieder ein und man atmet dann irgendwie, ja. Irgendwie. Aber dann geht die Herzfrequenz, geht dann hoch auf 110 bis 150, ja, also wie ein Leistungssportler. Ja. Und das ist auch kein richtiger Schlaf mehr, sondern das ist nur noch so ein Kampf in der ganzen Nacht. Du bist 41, habe ich gerade gesagt, 41 Jahre alt. Wie lange leidest du schon darunter? So wie die Ärzte sagen, letzte 10 Jahre schon. Und du hast es am Anfang gar nicht gemerkt? Nee, ich habe mich morgens nur immer, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, ich habe immer gedacht, ich hätte die Nacht nicht geschlafen. Ja, wie hast du es dann, wie ist es dann rausgekommen? Wie ist es diagnostiziert worden? Durch ein OP. Durch diese, von der du gerade erzählt hast? Ja, durch die OP ist es rausgekommen, ja. Wann war das? Wie lange liegt diese OP zurück? Oh, auch schon so 4, 5 Jahre. Ah ja, und seitdem ist dir das bewusst und bist dann mit diesem Bewusstsein, ich habe große Atemaussätze in der Nacht, bist du ins Bett gegangen. Hat man dann nicht so ein bisschen Todesangst und denkt, vielleicht setzt das wirklich mal gänzlich aus und ich wach gar nicht mehr auf? Doch, man erschrickt nachts. Also ich werde nachts immer wach. Also wenn ich dann auch mit dem Beatmungsgerät passiert es manchmal, dass ich da auf einmal Beklemmung habe, dann werde ich wach, dann schrecke ich auf und dann reiße ich mir die Maske runter und versuche Luft zu holen. Aber mit dem Beatmungsgerät, das ist ja irgendwie so deine Lebensversicherung. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass man da nicht so Angst hat. Aber wie lange hast du das Beatmungsgerät jetzt schon? Seit einem halben Jahr. Ja, siehst du, also es war ja eine lange Zeit, wo du es nicht hattest. Ja. Da wäre ich, glaube ich, an deiner Stelle mit großer Panik, und Verspannung ins Bett gegangen. Ja, das war auch so. So, man hat Angst einzuschlafen, weil man es weiß, wie das ist. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr getrennt lebend und hatte vorher immer noch meine Frau im Bett, die mich abends auch nachts, wenn die gemerkt hat, dass ich mich nicht mehr bewege, da hat die mich mal gerüttelt und dann war ich dann wieder da. Ist für die Frau auch nicht schön gewesen, auch kein entspanntes Schlafen, wenn sie immer so ein bisschen auf dich aufpassen musste. Richtig. Woher kommt das? Ist das was ist die Ursache dieser Störung? Tja, das
kann mir keiner erklären, woher das kommt. Ich bin nicht übergewichtig, also meistens haben das übergewichtige Leute. Ja. Das heißt also, die nie Bewegung hatten. Ich war früher ein guter Sportler, ich bin fast 1,90 groß, habe 94 Kilo. Ist denn klar, also, dass das eine körperliche Ursache hat oder könnte das sogar auch eine seelische Ursache haben? Wenn ich das wüsste. Also, das wissen die Ärzte, können die Ärzte auch nicht klar sagen? Nee. Es gibt jetzt halt noch eine Möglichkeit, weil ich dieses Gerät habe, ist es ja auch sehr erotisch für mich zu Hause oder wenn ich jetzt eine neue Partnerin kennenlerne, das ist ja sehr schwierig für jemanden, sage ich mal. Das glaube ich. Das heißt, im Moment kannst du gar nicht mehr ohne dieses Schlafgerät schlafen. Richtig, genau. Das habe ich hier direkt neben mir stehen momentan und dann ziehe ich nachher das Ding an und dann schlafen. Ja, das ist wirklich ein Erotik-Killer. Ja, du hast eine richtige Maske auf dem Gesicht. Ja. Und das Gerät setzt in dem Moment ein, wo du nicht mehr atmest, oder ist es immer in Aktion? Das ist immer in Aktion dann. Ach so, du atmest quasi mit Hilfe des Gerätes und durch das Gerät. Nein, das Gerät beatmet mich dann. Ach so. Ich mache gar nichts mehr. Ich mache überhaupt nichts. Die Maske kommt drauf, da ist ein Computer drin, da wird der Druck ist da eingestellt auf mich, sagen wir mal 14-15 Millibar. Und das wird immer stetig mit Druck beatmet. Also dieses bewusste Einatmen, was man so macht, brauchst du gar nicht. Du legst dich da hin, pappst dir die Maske ins Gesicht und dann presst das Gerät quasi Luft in deinen Körper rein. Richtig. Ich kann auch den Mund nicht mehr öffnen dann, weil wenn ich den Mund öffne, saust die ganze Luft durch den Mund raus. Das macht dann so ein Fauchgeräusch. Ja. Ist denn dieses Gerät nicht laut? Es geht, man hört es, aber es ist mittlerweile ist die Technik so weit, dass es schon sehr abgeschirmt ist. Wie groß ist das Gerät, was da neben deinem Bett steht? Ich stelle mir das vor, dass das irgendwie daneben steht oder auf dem. Ich sag mal, wie so ein CD-Player ungefähr. Ach so, größer nicht. Größer ist es momentan. Es sind schon kleiner geworden, die waren größer. Das heißt, durch diese Atemgeräusche, die Sauggeräusche, bist du nicht im Schlaf gestört. Du kannst also schlafen. Das geht schon. Schlafen kann ich, ja, aber irgendwie setzt es trotzdem ab und zu mal aus noch bei mir, ja. Irgendwie will diese Funktion hier hinten mit meiner, ich weiß nicht, ob das vom Hals her, wie das vom Hals her ist, dass ich da nicht weiter atme. Und dann werde ich auch mal ruckartig wach. Ich merke, trotz des Gerätes. Es baut Druck auf ohne Ende, aber irgendwie will ich nicht atmen, ja. Haben die Ärzte das im Visier? Wissen die das, dieses Problem? Ja, die wissen das. Und ich bin ja am Klinikum Mannheim, also die Uni Mannheim. Und die haben mich da unter Kontrolle. Und die haben mir halt gesagt, es gibt noch eine Alternative, noch eine OP. Und das ist halt eine sehr schwierige OP. Ja. Weil da wird der ganze Mund, Rachenraum wird geöffnet und halt die ganze Zunge abgelöst. Oh. Und das dann von hinten alles irgendwie erweitert. Oh. Das heißt, da schreckt man doch erstmal zurück und denkt man, vielleicht geht das doch noch eine Weile so, ne? Das ist aber auf der einen Seite gefährlich, aber auf der anderen Seite sehe ich momentan für mich keine andere Möglichkeit mehr. Also das eine Stichwort, was du gerade gebracht hast, ist finde ich auch sehr anzunehmen, dass du natürlich, was ernste, enge, erotische Kontakte anbelangt, überhaupt Kontakte, wo du jemanden mit in dein Zimmer, in dein Bett nimmst, sind ja quasi nicht möglich. Ich bin jetzt seit 2 Jahren getrennt lebend und wenn ich jetzt mal eine neue Partnerin finden sollte oder wenn ich mal jemanden treffe oder was weiß ich oder mal jemanden mit nach Hause nehme und muss dann mich daneben hin dranlegen und muss dann mein Teil hier aufziehen, da sehe ich ja aus wie so ein... muss man sich erstmal daran gewöhnen. Dark Raider, ja. Also junge Frau muss man sich daran gewöhnen, wenn der Typ daneben mit Maske liegt. Das ist natürlich schon sehr heftig. Ist der Leidensdruck für dich so groß in jeglichem, dass du ernsthaft darüber nachdenkst, diese schwere Operation an dir durchführen zu lassen? Mittlerweile bin ich jetzt so weit, dass ich wirklich sage, es ist unumgänglich, diese OP zu machen. Mhm. Raten dir die Ärzte dazu? Eigentlich nicht. Eigentlich weil nicht. Es doch ein sehr schwieriger Eingriff ist. Mhm. Wann würdest Aber ich bin 41 Jahre, Domian, und ich denke, ich muss ja auch mal irgendwann, muss ich ja mal wieder frei sein für mein Leben. Es ist eine Frage der Lebensqualität auch, ne? Ja. Ich muss ja überall, wo ich hingehe. Ich kann nicht übernachten ohne dieses Gerät irgendwo anders. Ja, ich fahre zu Freunden, die sagen dann, kannst du bei uns ein Zimmer schlafen? Moment, ich muss meine Maschine holen. Du musst es dann auch mit dem Urlaub nehmen, das Ding, ne? Genau, ist klar. Auch dahin. Und sollte ich dann mal am Strand zum Beispiel einschlafen oder so, und dann habe ich automatisch diese Aussätze. Ja. Planst du denn diese Operation eventuell dieses Jahr noch machen zu lassen? Ja. Mhm.
Ich würde gerne Folgendes vorschlagen, Peter. Lass uns doch mal, meine Redaktion wird dich gleich nochmal anrufen, lass uns doch mal in Kontakt bleiben. Ich würde dich gerne so also gesprächsmäßig begleiten, wenn du das in absehbarer Zeit machen möchtest, dass wir uns vorher nochmal unterhalten und dann hoffentlich nach einer guten Genesung, dass wir dann nochmal ein Gespräch führen, weil das ist ja ein interessanter Fall, von dem du gerade erzählt hast von dir. Mhm. Ja? Also ich habe so in der Nacht so 273 Aussätze. Ja. Und die belaufen sich, damals stärkste war halt 180 Sekunden, was so gemessen wurde. Ich habe also hier auch die Berichte liegen jetzt von Mannheim, da ist alles rot gezeichnet. Also, ja. Das ist ja, also Aussetzer trotz des Gerätes, ne? Trotz des Gerätes. Das ist ja wirklich also heftig. Mhm. Sogar im Schlaflabor hatte ich hier Aussetzer und das war ein Schnarchindex um 494. Also das war schon wieder sehr, sehr heftig, ja. Peter, wir machen das mal so. Leg du mal bitte jetzt auf und mein Redakteur, der Wolfgang Spikowski, ruft dich nochmal an. Und ihr trefft also einige Vereinbarungen und dann werden wir beide uns nochmal sprechen. Demnächst auf jeden Fall vor deiner Operation. Okay. Machen wir es so? Werden wir tun. Alles Gute, bis dahin. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Nina, 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Nina. Ja, Nina, ja, deswegen hast du angerufen. Nervös. Macht nichts. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist Fremdgehen. So, dein Thema ist Fremdgehen. Ja. Schließe ich daraus, dass du fremdgehst? Nein. Nein? Mein Freund. Aha. Wie lange seid ihr zusammen schon? Fast 8 Jahre. Oh, eine solide alte Beziehung. Genau. Ja. Und wie bist du ihm auf die Schliche gekommen, dass er fremdgeht? Ja, ich hab's geahnt. Also, und zwar, das ist auch mit meiner eigenen Schwester. Mit deiner eigenen Schwester? Ja. Da hört der Spaß aber nur gänzlich auf, ne? Ja. Der hört schon vorher auf, aber das ist ja nun... Erzähl mal, wie hast du es rausgekriegt? Sie war öfters hier bei mir. Die Schwester? Ja. Hm? Und sie hat mich immer besucht und durch ihr Verhalten einfach. Du wohnst mit deinem Freund auch zusammen? Genau. Ja? Ja. Und hast du gewittert, die ist scharf auf meinen Freund? Genau. Und die flochtet so ein bisschen rum in meinem Freund? Genau. Nicht nur das, weil sie lag auch hier bei mir im Wohnzimmer, also auf dem Couch. Ja. Und sie hat die ganze Zeit mit ihm geschmust, vor meinen Augen. Na? Wie bitte? Die schmust vor deinen Augen mit deinem Freund? Ja, nur ist dein Freund ja kein... Angefasst und nur ist ja dein Freund kein Pudel. Ja. Ne? Der Freund hat das ja mitgemacht. Ja. Dein Freund hat... Also er hat das erstmal gar nicht so registriert. Was heißt denn schmusen? Was hat sie denn gemacht? Er hat ihn in den Arm genommen, im Gesicht gestreichelt, ja. Das ist ja schon ziemlich viel. Ja, also du warst so angeguckt und das kam mir irgendwie total komisch vor. Und da habe ich ihr auch gesagt, hör mal. Lass die Finger von meinem Freund. Da? Das ist zu viel. Mhm. Und dann oder wenn wir weggegangen sind, ne? Zum Beispiel nach Düsseldorf oder so, dann sind sie immer Hand in Hand gegangen und dann bin ich dann ausgerastet und ja. Hör mal, aber das ist mir aber schon sehr seltsam. Also das heißt, vor deinen Augen hat das anfänglich schon stattgefunden. Was ist denn mit deinem Freund los? Was ist denn das für einer? Ja. Wie ja? Ja, was ist denn mit dem los? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe jetzt auch mit ihr überhaupt gar keinen Kontakt, weil ich sie jetzt auch total hasse. Also, nochmal, erstmal zu den Fakten. Wie lange lief da schon was zwischen den beiden? 4 Monate. 4 Monate. Sogar noch länger. Jetzt in diesem Jahr und... Diesem Jahr. Ende letzten Jahres. Ja, ja. Also und Dezember hat dann alles aufgehört. Im Dezember, ach so, im Dezember hat es aufgehört. Ja. Also im letzten Jahr, Ende letzten Jahres lief genau. es. Genau. Ja. Als du diese Beobachtung gemacht hast, von denen du gerade erzählt hast, war das in der Anfangszeit oder war es da schon voll im Gange? Oh, das war schon so lange. Ich habe das so lange beobachtet. Und das hat schon da angefangen, wo er sie immer nach Hause gefahren hat. Weil sie wohnt ja noch bei meinen Eltern. Wann hat er sie denn? War voriges Jahr, vor 2 Jahren? Jetzt. Das hat jetzt angefangen. Also vor ein paar Monaten. Von einem halben Jahr ungefähr. Bist du denn mit ihm jetzt noch zusammen? Ja. Du bist mit ihm noch zusammen? Ja. Wer hat es denn letztendlich dann auf den Tisch gelegt? Wer hat es gestanden, dass da was läuft zwischen deinem Freund und deiner Schwester? Also es ging so, ich bin nach Hause, ich muss ja öfters nach Hause gehen, das ist auch so eine komplizierte Sache, weil ich führe eigentlich auch ein Doppelleben. Oh. Ja. Stichwort, was machst du noch?
Also ich wohne eigentlich noch zu Hause bei meinen Eltern. Ja. Ich bin Muslimin. Ja. Mein Freund ist ein Deutscher und meine Eltern wissen nicht, dass ich ausgezogen bin, außer meiner Mutter und meiner anderen Geschwister. Wie, die wissen nicht, dass du ausgezogen bist? Nein. Die denken immer noch, du wohnst bei denen zu Hause? Ja. Aber du hast parallel dazu auch noch eine Wohnung? Ja. Mit deinem Freund zusammen? Ja. Aber deine Schwester weiß davon? Ja. Die hält dicht? Also insgesamt habe ich noch 6 Geschwister. Ja, aber diese eine Schwester, mit der dein Freund fremdgegangen ist, weiß natürlich Bescheid, weil die dich besucht hat. Genau. So musst du zu Hause aber immer ein großes Theater spielen. Ja. Aber dann kannst du doch eigentlich nie in deiner Wohnung schlafen. Wie machst du das denn? Also bei meinem Vater der ist ja sehr streng. Ja. Und ich muss ja bei ihm immer Theater spielen, dass er mich ab und zu sieht. Also er weiß ja nicht, dass ich alleine wohne. Ist mir klar, ja, das habe ich verstanden. Ja, und... Nee, ich frage, wie machst du das? Ja, das ist kompliziert, ich weiß nicht, wie ich das sagen Nein, soll. Nein, ich frage es einfacher. Wo schläfst du in der Regel? In welcher Wohnung? In meiner Wohnung, in meiner neuen Wohnung. So, und was sagst du deinen Eltern, wo du nachts dann bist? Meine Mutter weiß das, dass ich eine Wohnung habe. Aber mein Vater nur nicht. Also bei ihm kann man... Kompliziert. Ja. Und der Vater kriegt das nicht mit, dass Nein, du nachts nicht... Nein, weil er ist öfters so im Café, der trifft sich mal mit seinen ganzen Leuten und der kommt erst spät nach Hause. Wie viele Leute in deiner engeren Familie sind denn nun eingeweiht? Deine Mutter ist eingeweiht, deine Schwester ist eingeweiht? Ja, fast alle. Nur alle. Nur der Vater nicht. Nicht. Ah, ich verstehe. Also, aber das ist jetzt so ein Nebenthema. Ja. Jetzt war aber meine Frage, wer das letztendlich auf den Tisch gelegt hat, dass die beiden Sex miteinander hatten. Hat es deine Schwester zugegeben? Meine andere Schwester. Also das ist so. Ich wollte es meinem Vater beichten, dass ich mit ihm zusammenlebe. Ja. Und meine andere Schwester, die wusste, mein Freund hat es ihr anvertraut, dass er was mit ihr hatte. Ja. Und dann wollte ich das, in dem Tag wollte ich es meinem Vater sagen. Moment, komm mal, völlig durcheinander. Jetzt reden wir von einer dritten Schwester, ne? Nicht, genau. nicht von der... insgesamt habe ich 6 Geschwister. Ja, also wir reden jetzt nicht von der, mit der dein Freund etwas hatte. Nein. Eine andere. Ich glaube, das lassen wir mal. Das ist so kompliziert. Kommen wir völlig durcheinander. Also auf jeden Fall ist es dann durch diese andere Schwester rausgekommen. Genau. Dein Freund hat sich dazu bekannt... Ja, aber erst als ich ihn angesprochen habe, er wollte es sogar weiterhin abstreiten. So, ne? Und was sagt denn jetzt die schuldige Schwester, die es getan hat? Sie hat es nicht mal bereut. Ach, hast du sie auch wirklich so ins Visier genommen? Ja, hast gesagt? Ich habe mich sogar, ist schon so weit gekommen, dass ich handgreiflich geworden bin. Hör mal, was ist denn das da für ein Zustand? Was ist denn das für eine Schwester? Wenn die gezielt den Freund der eigenen Schwester verführt und es dann nicht mal bereut, ist ja unglaublich. Ja. So. Das Schlimmste ist, er war immer noch, wo alles rauskam, ne? Mhm. Er hat mir das dann alles erzählt, aber er hat immer noch an der gehangen, obwohl da nicht. Hat er denn wenigstens. Obwohl das alles eine Lüge war. Hat er denn wenigstens sich entschuldigt und hat gesagt, dass ihm das leid tut? Ja. Das schon. Und offensichtlich hast du ihm vergeben, sonst wärst du mit ihm nicht mehr zusammen. Nicht ganz. Also, ich habe das immer noch innerlich. Also, ich streite mich eigentlich jeden Tag mit ihm. Aber weil die Schwester. Ich immer noch nicht ertragen kann, was die miteinander gemacht haben. Verstehe ich. Aber die Schwester darf nicht mehr zu euch in die Wohnung kommen. Also, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr. Finde ich auch richtig. Sobald ich sie sehe, raste ich aus. Ja, verständlich. Verständlich. Also, Nina, ist eine unschöne Geschichte, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Ja. Ich finde es schlimm von deiner Schwester, gibt es gar keine Rede. Ich finde es aber auch sehr beschissen von deinem Freund, dass er das noch dann so dreist vor deinen Augen da angefangen hat. Ist mir unbegreiflich. Da ist das Vertrauen natürlich erschüttert jetzt erstmal. Ja, ne? Also ich habe jetzt. Da muss er ganz viel. Überhaupt kein Vertrauen. Ja. Weiß er das? Kriegt er das mit, dass das Vertrauen sehr erschüttert ist? Ja. Ja. Ich glaube, er sieht das jeden Tag. Er sieht, dass ich mich rumquäle mit der ganzen Sache. Was tut er denn dafür? Dass ich ausraste ohne Ende. Was tut er denn dafür, um das Vertrauen wieder hinzukriegen? Also ich verlange irgendwie, dass er was dafür tut, aber ich sehe irgendwie nichts. Ich meine, er zeigt mir ein bisschen, aber das ist nicht. Also, ich finde, Nina, dass ich sagen kann, ja, er zeigt es mir, obwohl
Ich finde, dass deine, ich kann deine Gefühle gut verstehen. Ja. Und es ist schon sonderbar, dass du nicht ganz Schluss gemacht hast mit ihm. Okay, aber wenn du ihn liebst und ihm nochmal eine Chance gibst, ist ja auch okay. Aber da muss er sich jetzt auch ins Zeug legen. Und das musst du ihm auch begreiflich machen. Und da hast du auch das Recht, das zu fordern, finde ich schon. Ja. Nachdem so Schlimmes vorgefallen ist, ist das Recht auf jeden Fall auf deiner Seite, finde ich. Ja. Also lass dir da nicht auf der Nase rumtanzen, sondern fordere das ruhig ein, damit er das wieder gut macht, was er da angerichtet hat. Ja, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er will das gar nicht einsehen. Gut, dann er sagt, er sieht immer, dass ich immer ausflippe, ne? Mhm. Und dann sagt er immer, ja, geh mal zum Psychiater oder... Nina, pass auf, so würde ich mich da gar nicht abspeisen lassen. Also entweder spurt er jetzt oder es funktioniert eben nicht und dann ist es wirklich der Falsche und dann musst du die Konsequenzen ziehen. Ja. Okay? Ja, okay. Alles Gute. Moment. Alles Liebe. Liebe wer ist das? Wer ist meine andere Schwester, die gerade neben mir sitzt. Grüße sie herzlich. Tschüss. Ja, hallo? Ja, wir machen jetzt Schluss. Ja, okay. Liebe Nina, alles Gute. Ich möchte Grüße an meine anderen Schwester sagen. Tschüss. An ihr geben. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Sabine, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Sabine? Ja. Ja, Sabine. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Ding auf Lautsprecher steht, deswegen. Ja, geh mal richtig an den Telefon, sonst können wir nicht richtig reden. Dann mache ich das mal. So, ist das viel besser. Da ist nämlich auch noch Jörg, ne? Ja. Genau, Jörg ist auch noch da. Zu dem kommen wir dann vielleicht gleich noch. Gut. So, Sabine, um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Das Problem bei mir ist einfach nur, ich bin HIV-positiv, ich habe Hepatitis B, C, D, schlafe mit meinem Freund ungeschützt, weil er keine Kondome benutzen kann. Mir geht, hört sich vielleicht doof an. Oder du bist HIV-positiv? Ja. Du hast Hepatitis C, das ist die schlimmste Hepatitis-Erkrankung. Ja, B, C und D. Und B, C und D. Also du bist wirklich sehr schwer erkrankt, kann man sagen. Oder sehr, sehr schwer angeschlagen. Ja. Kurze Frage, bevor wir uns weiter über das Thema dann unterhalten. Woher hast du die ganzen Krankheiten? Oder wo hast du dich infiziert? Heroinabhängig. Ah ja. So, du hast einen Freund. Ja. Und der heißt offensichtlich Jörg, so wie ich es hier lese. Genau. Und Jörg schläft ungeschützt mit dir. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 14 Tagen. Wie, seit 14 Tagen erst? Ja. Hast du ihm von Anfang an gesagt, dass, was mit dir los ist? Hab ich gesagt. Von Anfang an. Ich mache da nie irgendwie... eine Hehl draus, ich sag das immer jedem. Das muss man auch sagen, finde ich. Es ist auch gut so, ja. Mhm. Entweder nehmen die Leute mich so, wie ich bin, oder lassen das bleiben. So, und wieso schläft er mit dir ungeschützt? Er sagt selber, das ist ihm egal. Ich würde sagen, gib ihm mal eben, dann höre ich das direkt von ihm. Ja. Hm? Du musst ans Telefon ran hier. Ja, ich bin ja. Hallo Jörg. Hallo. Guten Morgen. Ja, jetzt habe ich gerade die Grundinformation schon bekommen. Deine Freundin ist erkrankt, ist schwer erkrankt. Ja, weiß ich. Und du schläfst ungeschützt, hast ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr. Ja, richtig. Warum? Weil ich habe das mit dem Kondom ausprobiert und da lief gar nichts mehr. Was heißt, da lief gar nichts mehr? Warum? Das Kondom war drüber und schon war es auch wieder unten, so kann man die Richtung sagen. Also geht nicht, einfach nicht. Du bist 38 Jahre alt, hast du jetzt zum ersten Mal in deinem Leben ein Kondom benutzt? Ja, kann man sagen, ja. Ist auch schon schlimm genug, finde ich. Ja, finde ich schon. So, jetzt nimmst du in Kauf, dass du dir eine unter Umständen todbringende Krankheit holst durch den ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, richtig. Das hast du einfach so, ja, richtig, okay, ist es halt so. Ich meine, was soll ich denn machen? Ich, bist du wahnsinnig? Also, Entschuldigung, bitte. Ich liebe die Frau nur. Ja, natürlich, du sollst ja die Frau nicht verlassen. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber du sollst dich schützen beim Geschlechtsverkehr. Willst du auch so unter Umständen so krank werden? An und für sich nicht. Ja. Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ja. Höre mal, du bist ein erwachsener Mann von 38 Jahren. Was redest du da? Du hast die Möglichkeit, diese Frau mit der Frau zusammen zu sein. Ist ja auch toll, wenn ihr euch verliebt habt. Du hast die Möglichkeit, auch Sex mit ihr zu leben. Auch guten Sex. Ja. Das Einzige, worauf du dich einlassen musst, ist, dass du dich mit dem Ding irgendwie zurechtfindest, mit dem Gummi. Ist das denn so schwer, Mensch? Ich finde die Dinger auch nicht so doll, aber es geht schon, wenn man das will. Ich muss da nicht fragen. Ja.
Also ich habe mit dem Gummi habe ich bisher sehr schlecht erfahren. Aber Jörg, also was ist denn das für ein Argument? Was steht denn dagegen? Dagegen steht schwere Krankheit und Tod, um es mal ganz klar zu sagen. Es geht ja nicht um irgendeine Befindlichkeit oder ob das nun schön ist oder nicht schön ist. Das steht dagegen. Das ist die Alternative. Ja, das ist mir auch klar irgendwo. Ja, aber warum unternimmst du denn da nichts? Ist dir denn dein Leben und deine Gesundheit nichts wert oder so wenig wert? Im Moment ja. Warum? Sagen wir es mal so, ich habe im Moment auch noch nebenbei noch ziemlich viel Stress um die Ohren. Gut, das haben natürlich viele andere Menschen auch. Das ist ja quasi so ein, unter Umständen gehst du das Risiko ein, ich sag es mal ganz, ganz provokativ, Selbstmord auf Raten. Ja. Finde ich völlig verantwortungslos, sage ich dir. Habe ich auch null Verständnis für. Und das auf das Gummi zu schieben, verstehe ich auch null. Überhaupt nicht. Dann streng dich verdammt nochmal an. Irgendwann kriegst du es hin mit dem Gummi. Und dann ist es auch geil mit dem Gummi. Es ist vielleicht nicht so ganz geil wie ohne Gummi, aber es ist auch geil. Und die kleine Konzession muss man machen. Werde ich mal ausprobieren müssen. Hör mal. Gib mir mal bitte die Sabine nochmal, Jörg. Ja, ich bin da. Macht dich das nicht irre wütend, Sabine? Ich bin das ganz sprachlos. Sicher macht mich dann wütend, weil ich ihm schon, ich weiß nicht, wie oft mal gesagt habe, das ist immer eine Sache zu wissen, dass man es hat und nicht mehr lange zu leben hat oder einfach nur so mit dem Gedanken spielt. Mhm. Genau, das ist der Unterschied. Ja, es ist völlig naiv oder es ist auch dumm fast schon. Also ich weiß gar nicht, was ich wie sie ausdrücken. Ich bin ganz sprachlos, wenn es jemand so leichtfertig mit seiner Gesundheit umgehen geht. Es geht ja auch anders. Natürlich geht es auch anders. Kannst du denn überhaupt dann ganz entspannt beim Sex sein, wenn du immer im Hinterkopf hast, ich stecke den vielleicht an? Nein. Magst du überhaupt mit ihm schlafen? Ja. Nur, hat auch, wie gesagt, etwas länger gedauert und das war auch so, dass ich... Also ich will dir mal was sagen, Sabine. Wenn ich jetzt du wäre, ne? Ihr seid erst 2 Wochen zusammen, aber egal. Du bist verliebt in den Mann. Ja. Du magst ihn. Also sei ich nicht mit ihm zusammen. Gut, ja, ich frag's dennoch mal. Wenn ich jetzt du wäre, ne? Würde ich sagen, pass mal auf, Junge. Entweder mit Gummi oder gar nicht. Die Verantwortung trägst du auch. Ich meine, er trägt sie zuallererst, weil es geht um sein Leben. Wenn er schon so uneinsichtig ist, aber dann... Dass ich die Verantwortung auch mittrage, weiß ich auch. Wie gesagt, ich habe auch etwas länger mit mir gehadert, das zu tun. Nur, ich denke mal, das kennst du auch, wenn das unten brennt, dann ist oben Feierabend. Ja, gut, aber ihr seid beide wirklich keine ganz jungen Leute mehr. Und ihr habt eine ganze Menge beide wahrscheinlich durchgemacht schon, kann ich mir denken. Mit Sicherheit. Aufgrund der Andeutungen, die du gerade gemacht hast. Da muss man ja nur auch, und du weißt, was es bedeutet, diese Krankheiten zu haben. Oder in dieser Art und Weise infiziert zu sein. Ja, damit setze ich mich jeden Tag 24 Stunden auseinander. Das glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen was bewirkt hat, das Gespräch mit ihm gerade. Von deiner Seite? Bitte? Ich hoffe mal, dass es was bewirkt hat. Ja, ich möchte gleich noch mal einen Satz mit ihm reden. Mhm. Aber von deiner Seite aus würde ich jetzt wirklich sagen, Sabine, übe einen gewissen Zwang auf ihn aus und sag, pass auf, Junge, mit... Und dann sind wir ganz entspannt und können alle alles machen, aber ohne bitte, oder nicht bitte, ohne nicht. Finde ich schon. Also finde ich schon, dass man die Verantwortung tragen sollte oder auch so leben sollte, auch in deiner und von deiner Seite aus. Ne? Ja. Sabine, jetzt gibst du mir den Jörg nochmal bitte. Ja. Pass mal auf, Jörg, ich kann jetzt nicht... dein Leben beurteilen. Du hast gesagt, ich habe sehr viel Stress. Es kann ja auch, ich glaube ja auch, kann ja auch sein, dass du wirklich irgendwie viel, viel Probleme am Hals hast. Und, das kann man laut sagen. Ja, und dass dich das sehr belastet. Das will ich auch nicht runterspielen, glaubst mir wirklich. Aber die Lösung sollte dann aber nicht darin bestehen, dass du dir noch ein Problem aufhalst, nämlich, dass du eine schwere Erkrankung bekommst. Und an dieser schweren Erkrankung vielleicht versterben würdest. Ja, ich meine, recht hast du da schon, dass ich in der Beziehung auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch bin. Ja. Ja. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, ich mag das Zeug nicht. Ich mag diese Gummis nicht. Naja, ich kann die Dinger einfach nicht abhaben. Ich weiß ja, dass das los ist. Aber Jörg,
Das ist auch alles ein bisschen eine Frage des Trainings. Und wenn du sagst, dass du noch nie damit irgendwie umgegangen bist, verstehe ich das auch, dass es am ersten Mal vielleicht ein bisschen blöd ist. Aber es geht hier um so viel und da muss man das auch machen, da muss man sich auch reinknien. Jetzt möchte ich gerne, Jörg, weil wir jetzt das, was dich so sehr belastet, ist ja wahrscheinlich ein Riesending. Das können wir jetzt hier gar nicht so bereden. Ich möchte aber, dass du das mit meiner Psychologin jetzt weiter besprichst. Bist du damit einverstanden? Ja, klar. Gut, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich jetzt an und dann könnt ihr noch weiter in Ruhe sprechen. Okay, alles klar. Alles Gute und nochmal schönen Gruß an Sabine. Jo, alles klar. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Die Claudia begrüße ich herzlich. Ja, hallo. Hallo Claudia, 35 Jahre alt. Ja. Stimmt, ne? Ja. Weswegen hast du angerufen? Mein Thema ist ein Arbeitsunfall. Den hatte ich im Dezember. Mhm. Und leide jetzt halt immer noch unter den Folgen. Was war das für ein Unfall genau? Da bin ich mit meinen Haaren in das laufende Förderband gekommen. Was ist da? Antriebswelle. Du hast an einem Fließband gearbeitet, oder? Ja. Und du bist hast du lange Haare gehabt? Ja. Und bist da in dieses Fließband reingeraten? Ja. Und dann? Ja, dann hat er mir die Haare eingedreht in der Kurbelwelle und hat die vom Nacken bis vorne zur Stirn komplett mit Kopfschwarte abgerissen. Oh, wie schrecklich. Ja. Boah, wie schrecklich. Also mit der Kopfhaut, mit allem, ja, hat die Maschine das, hat dich quasi wie so skalpiert. Skalpiert. Oh. Mhm. Ah, mir tut's weh, wenn ich es mir vorstelle. Ja. Kann man das überhaupt aushalten oder bist du ohnmächtig geworden? Nein, ich würde es mir heute noch wünschen. Du hast es ausgehalten. Ich habe das komplett live miterlebt. Gott, oh Gott. Die Schmerzen, die waren aber eigentlich minimal, aber das lag an dem Schock, haben die mir erklärt. Mhm. Hast du geschrien? Nein, überhaupt nicht. Ich war völlig ruhig. Ich habe auch nur Anweisungen gegeben, wo meine Tasche liegt und mein Handy. Dann bei meinem Freund angerufen wird. Und ach, du konntest so klar noch sprechen, obwohl quasi der ganze Kopf nur eine Blutfläche war. Ja. Da waren vermutlich Leute dabei an dem Band. Ja. Die dir dann gleich auch helfen konnten. Nein, ich bin da selber raus. Also das Band lief noch weiter. Ich war unten drunter, weil ich Post aufheben wollte und habe das dann gemerkt. Ach, war das bei der Post? War das ein Postband? Hier sowas Ähnliches, also so ein Förderlaufband. Ja. Ach so, und du hast an dem Laufband, an der Stelle, wo es passiert ist, alleine gearbeitet. Da waren gar keine Kollegen in der Nähe. Nee, so 5-6 Meter. Und die haben es gar nicht gesehen? Nein, hat keiner gesehen. Und dann bist du da mit dieser schweren Verletzung, hast du dich aufgerafft und bist dann irgendwo hingegangen? Ja, also ich habe, das hat er mir am Nacken hochgezogen bis vorne zur Stirn. Und da erst habe ich das überhaupt geschnallt und habe dann ganz instinktiv mit beiden Händen mein Gesicht festgehalten, weil er in dem Moment anfing, das Gesicht auch abzuziehen. Und dann habe ich diesen Sog der Maschine nachgegeben, dass ich einen Millimeter Platz habe und habe mich dann mit meinem ganzen Körpergewicht nach hinten fallen lassen und habe mich praktisch da Gott sei Dank selber von abgerissen. Also dieses Abreißen der Haut und der Kopfschwarte, wie du es gerade genannt hast, hat dich gerettet, dass nicht das ganze Gesicht abgezogen wurde. Ja. Oh. Und dann bist du aufgestanden noch? Ja, dann habe ich mir halt alles festgehalten und bin dann drunter rausgerutscht unter dem Band, bis ich dann einen Arbeitskollegen gesehen habe. Denen habe ich dann gesagt, sie sollen einen Krankenwagen holen. Und also alles bei vollem Bewusstsein? Alles bei vollem Bewusstsein. Und im Krankenwagen auch noch bei vollem Bewusstsein gewesen? Nein, die haben dann auf dem Boden, wo ich dann halt auf dem Boden dann lag, da haben die mir gleich was gespritzt und ab da weiß ich dann nichts mehr. Mein Gott. Aber so habe ich halt alles live miterlebt und das sind auch jetzt so die seelischen Folgen halt auch, ne? Also das war im Dezember? Im Dezember. Wie sieht denn jetzt dein Kopf aus im Moment? Der ist total blank. Das ist alles weg. Das sind nur noch ganz unten die äußersten Nackenhaare. Sind viele Narben auf dem Kopf?
Aber da war doch gar keine Haut dann. Ist da was transplantiert worden? Ja, oder? Von meinen Beinen die Haut. Ah ja. Mhm. Die ist dann drüber. Aber das ist, die Kopfschwarte bildet sich auch nicht neu. Mhm. Das ist jetzt nur transplantierte Haut über dem blanken Schädel. Hast du auch noch Schmerzen auf dem Kopf? Ja. Ja. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Gesamtzeitraum weiß ich jetzt nicht. Also aber viele Wochen sicherlich. Ja, Viele Wochen. Mhm. Mhm. Besteht denn die Chance, haben die behandelnden Ärzte das gesagt, dass der Kopf irgendwann schmerzfrei sein wird? Nein. Nein? Nein. Das ist definitiv sicher, weil wir erst gestern wieder in der Klinik waren und die Nerven, die im Kopf sind, die sind zerfetzt worden. Die auf dem Kopf liegen. Ja. Mhm. Und die soll ich mir vorstellen, wie das sind wie blanke Kabel. Mhm. Und sobald da eine Reizung ist durch Kälte oder Wärme, dann werde ich halb wahnsinnig, ne? Das heißt, wenn du kannst im Winter nicht rausgehen ohne Kopfbedeckung, du kannst im Sommer nicht rausgehen ohne Kopfbedeckung. Nein. Mhm. Kannst du eine Perücke tragen? Nein, da waren wir jetzt bei richtigen Spezialisten. Mhm. Und das Ergebnis war äußerst niederschmetternd, denn mein Kopf ist nicht geeignet für eine Perücke. Warum nicht? Aufgrund der Verletzung. Das heißt, das würde zu sehr wehtun? Weil die transplantierte Haut über dem blanken Schädel ist, ist die so dünn, dass die bei der äußersten Reibung kaputt geht. Das ist ja so schon, wenn ich täglich mit dem Waschlappen meinen Kopf waschen muss, dann fängt das auch sofort an zu bluten. Ne? Es blutet sogar. Ja. Also nicht nur, dass es wehtut, sondern es blutet sogar. Ja. Wenn du ganz still so sitzt, wie jetzt vielleicht, und der Kopf ist ganz frei, es ist fast niemand an und du hast nichts auf dem Kopf, ist es dann schmerzfrei? Nein. Auch nicht. Es ist permanent, du hast permanent Schmerzen auf dieser Knochenkopfhaut. Das ist mehr an den Schläfen, wo er dann anfing, das Gesicht mit abzuziehen. Diese Nerven sind kaputt und da habe ich eigentlich die Hauptschmerzen. Kannst du denn jetzt im Winter, konntest du überhaupt eine Mütze aufziehen oder ein Kopftuch oder sowas? Kopftücher kann ich nur diese weichen Seidentücher tragen. Mhm. Das heißt also, wenn es richtig kalt ist, kannst du gar nicht rausgehen? Nee, dann werde ich wahnsinnig vor Schmerzen. Und wenn es richtig heiß ist und die Sonne drauf scheint, ist es wahrscheinlich... Das weiß ich ja noch nicht. Weißt du noch nicht, ne? Und hinzu kommt, du hast es gerade auch angedeutet, der Schock einfach, ne? Den man gar nicht... Warst du schon in einer psychologischen Betreuung jetzt in den letzten Wochen? Ich war jetzt zweimal bei einer Therapeutin. Mhm. Aber das Gespräch ist dann auch immer auf 50 Minuten begrenzt. Mhm. Und ich meine, wenn ich da hingehe, bin ich schon irgendwie fertig mit der Welt, ne? Mhm. Mhm. Und im Moment hat es noch nicht den Erfolg, den ich mir irgendwie erhoffe. Naja, aber da musst du geduldig sein. Gerade diese psychotherapeutischen Gespräche, das ist normal, dass das so 50 Minuten dauert. In der Regel geht man da einmal in der Woche hin. Mhm. Da muss man schon über einen langen Zeitraum, muss man sich darauf einlassen. Mhm. Würde ich dir auch dringend zusprechen wollen, dass du das auf jeden Fall machst, um auch mit dieser schweren seelischen Erschütterung fertig zu werden. Ja. Wie lebst du? Hast du eine Familie? Hast du Kinder, einen Mann oder bist du alleine? Ja, ich habe einen Freund und ich habe eine Tochter. Mhm. Und Wie geht dein Freund jetzt damit um, mit dieser doch ganz völlig veränderten Situation? Ja, das ist eigentlich das Liebste und Beste, was mir je passieren konnte, ne? Also er steht zu dir? Auf jeden Fall. Was ja auch schon sehr hilfreich ist, dass er nicht sagt, nee, die sieht jetzt anders aus, die Claudia, und die kann ich gar nicht mehr so anfassen, ich gehe jetzt. Nee, das würde er nie machen. Ich stelle mir das gerade auch noch vor, wenn du sagst, du kannst nicht mal ein Kopftuch tragen oder nur so ein leichtes Kopftuch, wie geht das denn nachts, wenn man so mit dem Kopf auf dem Kissen liegt? Ja, das geht gar nicht. Also ich muss den Kopf auch mehrmals täglich noch eincremen, damit die Haut nicht austrocknet. Mhm. Und nachts muss ich auch Tücher tragen, weil ich mir sonst am Kopfkissen halt diese Haut abrubbeln könnte. Also das muss ich nachts schon richtig stramm binden, ne? Aber tut das denn dann nicht wieder sehr weh? Ja klar, also ich schlafe keine Nacht durch, ne? Mhm. Ich schlafe mal anderthalb oder zwei Stunden und dann werde ich wach. Wer war jetzt schuld an diesem Unfall?
Warst du das oder war die Maschine nicht richtig gesichert? Jetzt sollen von der Berufsgenossenschaft die Sicherheitstechniker in die Firma, weil das Band müsste eigentlich von außen komplett verschalt gewesen sein, dann hätte das gar nicht passieren können. Hintergrund meiner Frage ist natürlich, besteht denn die Chance, und ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen, dass du einen ordentlichen Batzen Geld bekommst, ein Schmerzensgeld? Ja, also ich muss da jetzt abwarten. Ne? Die Firma, die ist so, dass sie bis jetzt jede Kontrolle oder Termine, Entschuldigung, vereitelt hat. Die lassen da halt keine Leute rein. Das Gewerbeaufsichtsamt will dahin zum Prüfen und die speziellen Sicherheitstechniker von der Berufsgenossenschaft. Hast du denn persönlich auch schon einen Anwalt? Ich bin jetzt dabei. Ich hab mir einen genommen, aber mit dem bin ich nicht zufrieden, weil der bis jetzt noch nichts unternommen hat. Würde ich dich auch ermutigen, da jetzt ganz, auch mit Hilfe deines Freundes vielleicht oder mit Freunden, wenn du noch zu labil dafür bist, dir einen guten Rechtsbeistand zu holen und da aber richtig aufzutreten gegenüber der Firma. Ja. Die haben natürlich Angst, dass die wahrscheinlich Geld zahlen müssen. Ja. Wie sieht das denn jetzt aus? Du bist doch jetzt wahrscheinlich berufsunfähig für dein Leben, oder? Ja, das steht alles noch nicht fest. Das ist ja alles noch zu frisch und es kommt ja eigentlich bei jedem Arzttermin wieder was Neues raus. Nimmst du auch täglich viele Schmerzmittel ein? Nein, ich werde aber jetzt nochmal wieder in eine andere Klinik überwiesen, nach Kassel in eine Schmerzklinik. Und da weiß ich noch nicht Bescheid, was die dann mit mir vorhaben. Ja. Also Claudia, ich möchte nochmal zusammenfassen. Sei tapfer und geh immer zu dieser Psychotherapie, wenn du einigermaßen mit dieser Person zurechtkommst. Ich glaube, das ist wichtig und es wird dir auch helfen. Ja. Und das andere ist, lass dich bloß nicht abspeisen. Such dir einen guten Rechtsanwalt und kämpfe für dein Recht, damit du wenigstens, wenn auch schon deine Gesundheit nicht wiederbekommst, aber wenigstens einen guten Batzen Geld bekommst. Ja. Ich möchte auch gerne dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch einige Worte reden kannst, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Ja, dann machen wir das auch so wie bei der Vorrednerin. Claudia, du legst bitte auf und wir rufen dich, das heißt die Heide, so heißt meine Psychologin, gleich nochmal an. Mhm. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, es tut mir sehr leid, was dir passiert ist, ja, dass es gesundheitlich ein bisschen bergauf geht und vor allen Dingen, dass du auch dein Recht bekommst. Mhm. Alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich bin jetzt verbunden mit der Dorothea. Ja, richtig. Dorothea, 43, guten Morgen. Ja, hallo. Dorothea. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich habe eigentlich ein Problem mit der Liebe, sage ich jetzt mal so. Und zwar bin ich ungefähr 24 Jahre, oder ich bin 24 Jahre verheiratet, bin dabei, mich von meinem Mann zu trennen, weil unsere Ehe schon seit langen Jahren nicht mehr das ist, was es eigentlich eine Ehe bedeuten soll. Ja, habt ihr Kinder? Wir haben zwei Kinder, ja. Wie alt sind Erwachsene. Die? Die eine Tochter ist 22 und die andere ist 19. Und ja, und jetzt habe ich eigentlich ein Problem. Ich habe mich vor 3 Monaten in einen Mann verliebt. Den habe ich kennengelernt, und zwar in der Sauna. Mhm. Und und dann hat sich dann nachher rausgestellt, nach dem zweiten Mal, wo wir uns dann getroffen haben, also hat er mir dann ganz ehrlich gesagt, dass er Priester ist. Oh. Und von einem Problem ins andere. Ja, richtig, genau. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen schmunzel. Du hast den Priester in der Sauna kennengelernt. Ja, richtig. Aber es war eine ganz normale Sauna. Es war keine, es war nicht irgendwie keine Schweinereisauna. Nein. Ganz normal. Er ist Priester. Ja. Hast du mit ihm jetzt ein Verhältnis schon? Ja, das heißt ein Verhältnis. Wir treffen uns 2x die Woche. Mhm. Aber wir haben eigentlich so noch nicht miteinander geschlafen. Wo trefft ihr euch? Fast immer nur in der Sauna. Immer in der Sauna? Ja, richtig. Warum nicht bei... Ja, du wohnst noch in deiner Familie? Ja, ich wohne noch in meiner Familie. Das heißt, bei dir kann man sich nicht treffen? Nein, bei ihm auch nicht. Aber du könntest ihn doch mal besuchen. Ich meine, ein Priester kann doch eine Frau mal empfangen in der Wohnung. Ja, aber ist bei ihm im Moment auch schlecht, weil er kriegt jetzt auch einen neuen Bereich zugeteilt. Und seine Wohnung oder sein Haus liegt eigentlich direkt neben dem von seinem Pastor, wo er mit zusammenarbeitet. Und die Gemeinde ist sehr klein. Dann sickert das schnell durch. Dann ist Vorsicht geboten, kann ich verstehen. Richtig. Jetzt habe ich gerade, weil ich so erstaunt war mit dem Priester, das nicht mehr auf dem Schirm. Wie lange läuft das jetzt? 3 Monate. 3 Monate.
3 Monate. Er ist, er hat also noch keine eigene Gemeinde. Mhm, richtig. Ja. Und ist das seine erste Erfahrung, sein erster Kontakt mit einer Frau, oder ist das schon mal? Ja, also er sagt so in dem Sinne wie jetzt, er hätte wohl schon mal Kontakt zu anderen Frauen gehabt, das gab er ganz ehrlich zu. Mhm. Aber er hatte immer dann auf die Distanz, also nach 2-3 Mal, wenn er merkte, dass die Frauen eigentlich gefühlsmäßig mehr wollten, hat er eigentlich diese Beziehungen abgeblockt, weil er eben auch vom Grund her sagt, ich darf es nicht. Mhm. Und wie alt ist er? Er ist 39. 39. Mhm. Warum trefft ihr euch denn immer in der Sauna? Ihr könntet euch doch auch mal irgendwo in einem Park treffen oder in einem Restaurant, oder warum in der Sauna ist auch? Ja, das hängt doch kurios. Ja, aber ich denke mal, das gehört irgendwie mit der körperlichen Nähe zusammen. Mhm. Also weil man irgendwie, oder wir beide im Moment so das Gefühl haben, dass wir uns in dem Bereich am wohlsten fühlen, weil man sich da am nahesten kommen kann. Gibt es denn da so einen Raum, wo sich ein Pärchen auch zurückziehen kann? Oder Sauna stelle ich mir vor, da sitze ich dann mit mehreren zusammen in einer Sauna und sitze da halt. Ja, das ist richtig. Man hat da zwar eine Möglichkeit, die haben verschiedene Etagen. Mhm. Und da gibt es auch ein paar Terrassen, Möglichkeiten, wo ihr dann in Ruhe reden könnt. Wo wir mal in Ruhe reden können, ja, genau. Aber es gab keine erotischen Erfahrungen? Nein. Also keine intensiven erotischen Erfahrungen? Nein. Nichts? Nein. Mhm. Ja. Also ich akzeptiere das, dass er einfach dann in dem Moment, also man merkt eigentlich beim gewissen Punkt, er möchte sich gerne fallen lassen, aber dann in dem Moment, wo es dann wirklich dazu kommen könnte, also dreht er seinen Körper komplett um, ne? Mhm. Ist ja auch wirklich ein großer Konflikt, in dem er da steckt. Ja, ja, klar. Er ist knapp 40, das heißt, er hat schon eine lange Zeit seines Lebens zölibatär gelebt. Mhm. Hat das irgendwann für sich auch entschieden. Habt ihr darüber auch schon eingehend gesprochen, wie klar damals seine Entscheidung war, so zu leben? Oder war das noch nicht so Thema? Ja, wir haben da schon drüber gesprochen, weil ich einfach gemerkt hatte, so durch verschiedenen Gesprächen, dass ich das Gefühl hatte, dass es gar nicht seine freie Entscheidung gewesen ist, diesen Beruf überhaupt zu ergreifen. Sondern von wem kam das? Erst hat er dann immer abgeblockt und meinte doch, das wäre seine freie Entscheidung gewesen, und er hätte sich immer mit dem Glauben beschäftigt. Und ja, und dann irgendwann, also kamen dann mal so diese Gespräche auch von zu Hause, von Kindheit, von ja, und da konnte man merken, dass er doch in seiner Kindheit sehr unterdrückt worden ist von seinen Eltern. Dass die ihn auch in diese Berufssparte hineingedrückt genau, haben. Genau, die haben ihn, also das sind beides Lehrer gewesen. Mhm. Oder ja, seine Mutter ist voriges Jahr verstorben, also waren beides Lehrer und hatten auch sehr viel mit Religion zu tun. Mhm. Und hatten sich einfach irgendwie, denke ich mal, so darauf versteift, einen Sohn zu haben, der diese Richtung für sie geht. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu dem, wenn ein Mann das selbst für sich wirklich entscheidet und sagt, ich möchte jetzt diesen Weg gehen, dann hat das sicher ein anderes Gewicht, natürlich ein anderes Gewicht, als wenn es von außen so aufgezwungen wurde. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass er muss ja in einem so großen Zwiespalt sein? Einerseits hat er den großen Konflikt seiner Kirche und seines Lebensweges, und auf der anderen Seite die Freude oder das Glück, dass er dich kennengelernt hat. Spürst du das so? Das spürt man sehr stark. Er hat mir auch erzählt, wie er praktisch versucht hat, mit seinem Körper umzugehen, um seine Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Also wie viele Schmerzen er sich selber zugefügt hat, um überhaupt damit klarzukommen, ne? Hast du jetzt für dich bist du jetzt auch in einem Gewissenskonflikt nach dem Motto, darf ich überhaupt so nah an einen Priester rangehen, auch wenn der mitmacht? Hast du diesen Gewissenskonflikt? Ja, den Gewissenskonflikt habe ich auch, obwohl meine Gefühle eigentlich überspringen. Also, weil ich wirklich, sage ich jetzt mal, mich in diesen Mann wirklich so verliebt habe. Das hört sich vielleicht jetzt irgendwie blöd an, nach all den Jahren, die man so als Ehefrau gehabt hat. Nee, das hört sich überhaupt nicht blöd an. Das ist einfach eine Sache, weil, wie gesagt, weil meine Ehe ja auch überhaupt nicht intakt ist. Und ich die letzten 19 Jahre, so alt wie meine Tochter, als mein Mann überhaupt keinen sexuellen Kontakt mehr gehabt habe und 19 Jahre auch praktisch verzichtet habe. Vielleicht habt ihr beide euch jetzt an einem Scheideweg eurer Lebensläufe kennengelernt. Du hast eine Ehe jetzt hinter dir, beendest gerade eine Ehe. Er ist vielleicht an einen Punkt gelangt, wo er ganz grundsätzlich über alles nachdenkt, ob er so weiterleben wird und will wie bisher. Letztendlich wie du auch, aber in einer ganz anderen Ebene. Mhm.
Ich finde, um das gleich mal vorweg zu sagen, ich finde, dass du ja erstmal überhaupt gar keine Gewissensbisse machen solltest. Überhaupt nicht. Meine Meinung, was jetzt das Zölibat anbelangt, ist so eindeutig, dass ich das auch haaresträubend finde, dass ein Mensch, ein Christ, jetzt in einen so großen Lebenskonflikt gerät, nur weil er eine Frau liebt. Das ist ja absurd. Mhm. Aber so ist es ja nun mal. Ja, ja. So ist es nun mal. Da können wir lange schimpfen und. Nee, klar. Ich meine. Ist es denn, hältst du es denn für möglich, dass er alles hinschmeißt und ein neues Leben beginnt? Also ich sag, seine Gefühle spielen also viel in diese Richtung rein. Ja, er möchte unbedingt und er will auch. Er hat auch schon ein paar Mal, also deswegen, wenn wir gesprochen haben, auch richtig geweint eigentlich, weil er mit seinen Gefühlen so durcheinander ist und die ihn eigentlich mehr in diese Richtung für normales Leben drücken. Aber dann sieht er direkt dahinter wieder diese Sache, ich bin versprochen, ne? Ich bin verheiratet, ich kann nicht nochmal heiraten oder. Und dann habe ich auch immer schon gesagt, ich sage, das hat eigentlich so gar keinen Sinn, wenn man sich so quält damit. Ne? Das ist irgendwie. Ich meine, es ist ja auch noch frisch, müssen wir auch sagen. Es sind erst 3 Monate und so eine Entscheidung braucht natürlich auch wirklich seine Zeit, wenn jemand sagt, ich werfe jetzt alles über Bord, was ich bisher als richtig erachtet habe. Nee, das kann man ja auch nicht. Das ist ganz also klar. Du bist da auch geduldig, du setzt ihn nicht unter Druck. Nein, ich setze ihn überhaupt nicht unter Druck. Und das ist vielleicht auch die Sache, die ihn so lange dazu hält eigentlich, weil er sagt ja, so in den 2-3 Beziehungen, die er vor mir gehabt hat, ist eigentlich so nach 14 Tagen, 3 Wochen hat er das beendet. Mhm. Ne? Und es gibt Dorothea, das weiß ich. Ich habe erst im Moment aber keine ganz konkrete Information. Es gibt in Deutschland eine Vernetzung von Priestern, von katholischen Priestern, die in eine solche Situation gekommen sind oder die mal in einer solchen Situation waren. Weißt du das? Weiß er das? Denke ich mal. Ich weiß. Das müsste er eigentlich wissen. Und wenn, dann sollte er sich da mal ganz schnell schlau machen. Das ist völlig anonym. Weil jeder natürlich auch Angst um seinen Ruf und seine Zukunft hat. Ja. Aber ich halte das für ausgesprochen sinnvoll, wenn er mal in diese Kreise Kontakt aufnehme, um einfach mal einen Erfahrungsaustausch eben auch von Priester zu Priester, der in der gleichen Situation ist. Das ist für ihn ja noch viel gewinnbringender, als mit einem Außenstehenden darüber zu sprechen. Ja. Würde ich dich bitten, ihm einfach mal den Vorschlag zu machen. Er wird es bestimmt wissen, aber man kann es übers Internet und so auch ganz leicht rausbekommen. Ja. Ich plädiere für eure Liebe. Und eure Liebe schließt die Liebe zu Gott nicht aus. Und wenn du jetzt eine geduldige Frau bist und sagst, ich liebe den Mann so sehr, ich kann auch noch warten und ich bleibe bei ihm und ich muss auch keinen Sex haben unbedingt sofort, dann bleib bei ihm und steh ihm zur Seite. Ja. Und das wird sich dann schon so fügen, ob ihr zueinander kommt. Das Richtige wird geschehen, glaube ich. Ich glaube, das Richtige wird geschehen. Das wäre schön, ja. Ja. Und dann musst du ihm natürlich auch beistehen und für die neuen Schritte in sein neues Leben, was für ihn sicherlich dann auch sehr schwer sein wird. Ja, das will ich ja auch. Aber auch da. Ich will ihm beistehen und auch zu ihm halten, auf jeden Fall. Und das weiß er auch. Aber auch da kriegt er sich ja ganz gute, einen guten Informations- und Gedankenaustausch, wenn er in diese Gruppen vordringt. Ja. Weil die Männer all die Probleme haben oder hatten und man sich da sicher sehr gut unterhalten kann, wenn man in der Situation ist. Ja. Ich ermutige euch, eure Liebe zu leben und zu sehen. Das ist schön. Und wünsche euch von Herzen alles Glück der Welt. Ja, okay. Alles danke. Liebe und Grüße ihn herzlich von mir. Jo, danke. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss. Mike, 33 Jahre alt. Hallo Mike. Ja, hallo Domian. Hallo Mike. Bei mir geht es um das Thema Arbeit. Ja. Und zwar geht es darum, ich habe eine Freundin, ein dreijähriges Kind. Wir wohnen in der Nähe von Dresden. Und wir bekommen alle, meine Freundin bekommt keine Arbeit. Ja. Ich habe jetzt bei Stuttgart eine Arbeit gefunden. Ja. Ich könnte dort anfangen. Mai. Was arbeitest du? Würdest du da arbeiten? Als was? Als Mechatroniker. Mechatroniker? Ja, das ist mehr Industrieelektrik. Also. SPS-Steuerung und sowas. Habe ich extra umgeschult.
Ich war früher Forstwirt, habe Bäume umgefällt, sag ich mal. Ach so, das ist aber eine ganz, ganz radikale Umschulung gewesen. Ja, ja, ich bin so ein Typ mehr. Also wenn ich immer irgendwo aufhöre und ich die Chance habe vom Arbeitsamt, die haben mir die Chance gegeben, habe ich mir gesagt, mach dir was ganz anderes. Da war es nur einfach, gerade das Mathematische, dass wenn man so lange Zeit raus ist. Ja. Aber ich habe es durchgestanden. Wie lange hast du umgeschult? Wie viele Jahre oder Monate? Das waren zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre? Also es ist fast wie eine richtige Lehre dann. Das war eine richtige Lehre. Ja, ja. Das war ein Versuchsprojekt von Land Sachsen. Ja. Wir haben mit Lehrlingen angefangen, vom ersten Schultag an. Und die Lehrlinge haben auch mit uns aufgehört. Ja. Da wurde getestet, ob die Lehrlinge, die gerade aus der Schule kommen, in der kurzen Zeit das gleiche Wissen reinkriegen, wie wir Umschüler im Prinzip. Wir waren im Prinzip die Versuchskaninchen. Ja. Und haben unter größte Teil bestanden, trotz der kurzen Zeit. Also Respekt, finde ich gut. 33 Jahre, sagte ich gerade. 34, ne, bist du? 34. Ja, 34. Und dann so eine Sache dann nochmal richtig anzufangen, finde ich klasse. So, Dresden, Stuttgart. Ja. Könntest du anfangen im Mai? Ja, ab Mai. Freundin ist in Dresden mit eurem Kind. Ja. Wo ist das Problem jetzt? Das Problem liegt darin, die Freundin hat Großeltern. Sie sind pflegebedürftig im Prinzip. Die Mutter von ihr ist auch schon in alten Bundesländern arbeiten. Ja. Und irgendwie, sie will auf keinen Fall mit rüberziehen. Wegen der Großeltern? Ja. Ist das der Hauptgrund? Ja, weil sie haben ein großes Haus, Grundstück. Ja. Und sie werden einfach damit nicht mehr fertig. Also die Mutter von deiner Freundin, welches die Tochter von den alten Herrschaften ist, die ist schon weg. Ja, die kümmert sich nicht um die alten Leute. Nee, die arbeitet schon in alten Bundesländern. Ja, und deine Freundin sagt, das sind Oma und Opa, das sind alte Leute, die sind krank. Ja. Ich möchte bei denen bleiben. Ja. So, und jetzt habt ihr ein Problem, ne? Ja, das ist es ja. Ja. Wenn ich habe nur noch bis Juli Arbeitslosengeld, dann rutsche ich in der Arbeitslosenhilfe. Sie ist jetzt schon in der Arbeitslosenhilfe. Was sagt sie denn, was du machen sollst? Sie weiß es selber nicht. Sie weiß bloß, dass ich hier bleiben will. Also es sind zwei? Großeltern kümmern will. Zwei, bitte? Sie weiß bloß, dass sie hier bleiben will und sich um ihre Großeltern kümmern möchte. Ja, ja. Aber es ist ja auch keine Zukunft. Sie bekommt keine Arbeit, ich bekomme keine Arbeit hier. Ich frage jetzt nochmal, das mit den Großeltern ist wirklich der Hauptgrund? Ja, das ist der Hauptgrund. Das ist der Hauptgrund. Es ist nicht so, dass sie irgendwie einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen, gerne in ihrer Umgebung bleiben möchte und auch unbeweglich ist und so. Sie auch mit ist der Grund, sie wollte auch gerne hier bleiben, aber das ist der wenigste Grund. Aber die Eltern, die Großeltern. Ja. Weil die hängen ja auch an den Kleinen, der ist jetzt 3 Jahre, die hängen an ihm unwahrscheinlich. Jetzt höre ich von 2 Leuten. Ich höre von dir, vor dem ich Respekt habe, der gesagt hat, ich mache jetzt was Neues aus meinem Leben, ich schule um, hau mir dann mal so eine Lehre rein mit über 30, was ja auch nicht so einfach ist. Nein. Und bemüht sich um eine Arbeit und hat eine Arbeit. Respekt. So, hätte eine Arbeit. Das ist auf der anderen Seite deine Freundin, die sagt, ich habe hier die alten Leute, die sind ganz alleine. Die haben niemanden mehr. Die kann ich nicht alleine lassen. Na? Egal was passiert, ich muss bei denen bleiben. Habe ich auch großen Respekt vor. So, was machen wir jetzt? Das ist eben das Problem. Ich habe schon gedacht an Pendel. Beide haben recht. Aber dass die Pendelei, das ist ja auch nicht. Das habe ich schon mal gemacht. Wie viele Kilometer sind das von Stuttgart nach Dresden? So um die 650 Kilometer. So weit ist das. Ja. So weit. So, Mike. Das ist bei Dresden, in der Nähe von Dresden ist das. Und ich habe ein halbes Jahr, wo ich in Forst gearbeitet war, habe ich in Baden-Württemberg im Windbruch gearbeitet. Und da habe ich das ein halbes Jahr gemacht. Da hatte ich drüben in der kleinen Wohnung. Und hier die Wohnung habe ich doppelt bezahlt. Pass auf, Mike. Ich muss jetzt was ganz wichtig sagen, damit ich das noch sagen kann, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Ich finde, dass ihr beide sehr respektable Positionen habt. Ich finde aber, dass auf keinen Fall die herauskommen darf, dass du jetzt, weil alles so ist, wie es ist, deinen neuen Job in Stuttgart nicht antrittst. Ich plädiere für Pendeln. Auch wenn das am Anfang schwierig ist. Du weißt gar nicht, wie lange das nötig sein wird. Ich plädiere für Pendeln. Es gibt heutzutage wirklich so viele Menschen, die hin und her pendeln müssen. Das ist nicht schön, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, wenn man beides sieht und an beides glaubt, was ihr da vor euch habt, ist das für eine Weile realisierbar, machbar.
ja. Mach es auf jeden Fall. Und wer weiß, wie die Zeiten sich entwickeln. Wir wollen den alten Leuten, weiß Gott, nichts Schlechtes wünschen. Aber vielleicht in ein paar Jahren ergibt es sich dann eh, dass ihr dann zusammen sein könnt. Ja, aber das Problem ist ja an dem Pendel, wenn ich drüben eine Arbeit bekomme, sie bezieht Arbeitslosenhilfe, sprich, wir wohnen in einem Haushalt. Und sobald das Arbeitsamt erfährt, ich verstehe, ich habe Arbeit, bekommt sie nichts mehr. Jetzt breche ich mal eben ab hier, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? No. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Wiederhören. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Journalisten in Spanien haben schwere Vorwürfe gegen die abgewählte Regierung von